So, gehen wir mal raus. So, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen mit diesem Schädelkopf da oben quatschen. Vielleicht hat er uns noch was zu erzählen. Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Ich habe jetzt schon Angst. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist todlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Naja, tut mich ja schon. Du wirkst unzufrieden. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, ein bisschen Smalltalk mit so einem Dummbrattler. Auf eine dunkle, dämonische Art. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Na klar. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgeschließt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Nachdem man dich mit dem Kopf schon ins Wasser getunkt hat. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah, ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Also ich würde das auch lustig finden. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Ja, so sieht's aus. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, das wurde jetzt langsam langweilig. So, gehen wir mal. Gehen wir mal wieder in die Stadt Puerto Polo. Mal sehen, was es da Hübsches zu tun gibt. Da ist wieder der dicke, kleine, hässliche Junge. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh, Junge, oh, Junge! Mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas so, von meiner Limonade kaufen würden. Kostet Ohr nur hauen. Einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Das ist ein richtig gutes Geschäft, Gelbursch. Da musst du jetzt zuschlagen. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Zahl den guten Jungen, jetzt trinkt man einen ordentlichen Schluck. Ja, jetzt Pech gehabt. Hey, in diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid, ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke, kommen Sie wieder. Also ich hätte ihn jetzt über den Tresen gezogen und zusammengeschlagen, aber naja, der Guybrush ist ja nicht so der Kerl, der sich gerne schlägt. Das werden wir ihm dann später zurückzahlen. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine ist Reservierung. Ist ja wohl klar, dass wir eine Reservierung lassen haben. Lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit ja, Ihnen! Ja, da brauchen wir nicht mal was dazu sagen. Der riecht, dass das wir keinen haben. Gut, also hier kommen wir im Moment nicht weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt, vertreten uns die Beine und gucken mal, was wir sonst so machen können. Gehen wir mal zuerst ins Friseurstübchen. Gesellen wir uns mal zu diesem Beisammensein. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist.
Hi, wenn du ein Haus nicht willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Röcheljeu hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylist. Das ist ein sehr toller Name. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Plauder ruhig alles aus. Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Das würde ich in der Gegenwart von Piraten auch erzählen. Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Nein, Guy Porsche. Du hast nicht übertrieben. So viel steht mal fest. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pi... Ruhe! Rat. Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung. Warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Jo, dann ist es halt mal so. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal ins Theater. Mal schauen, was wir hier machen können. Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Ja, okay. Dann hol mal Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Ja, jetzt hast du mal gerade voll ins Fettnäpfchen getreten, aber okay. Hier ist dein Handschuh drin. Na, hol mal den mal. Zauberstab kann man immer gut gebrauchen. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Einfach mal in die Hose gesteckt. So, man nimmt mal Klauen, geil, Porsche. Okay. Nichts in meinem Ärmel. Also, das nehme ich mal Magie pur. Presto. Hey, es hat geklappt. So, haben wir mal einfach ein Buch in einen Hut gezaubert. Geil, Porsch, du bist ein richtiger Meistermagier. So, gehen wir mal zurück. Gucken wir mal. Mal sehen, was wir hier jetzt wieder für Unsinn stiften können. Nehmen wir mal die Läuse. So, jetzt legen wir dem die auf die Komm. Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen! Wovon redest du? Ja, das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen! So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Also ich würde mal sagen, jetzt hat der Hässliche da ein Problem. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Karlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein A ruinieren. Pass auf, dass du nicht noch den Kopf abschneidest. Na, das nehme ich mal sanft raus begleitet. Hat auch bestimmt gar nicht wehgetan. Aber jetzt können wir uns auf den Stuhl hocken.